Berlin, eine Stadt, die sich ständig verändert. Im Herzen der Metropole steht die Berlin Metropolitan School, ein Ort der Innovation. Heute betreten ihre Schüler eine Welt, in der die Realität und die Virtualität zusammenkommen. Eine Welt, in der die Zukunft zum Greifen nah ist. Aber zu welchem Preis? In den Fluren dieser Schule wird die Zukunft einer Generation entschieden. Sie nähern sich einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Willkommen zu Der Punkt ohne Wiederkehr. Beeil dich, Katharin. Wir kommen zu spät zur Schule. Hey, hast du Lust, unser neuestes KI-gesteuertes VR-Spiel von Kendo auszuprobieren? Beeil dich, Cat. Du willst doch nicht zu spät kommen. Wir haben Zeit, Papa. Was muss ich tun? Setz einfach dieses Headset auf und erlebe, wie die KI dich in ein personalisiertes Abenteuer entführt. Willkommen, Katrin. Lass uns dein Abenteuer in einer Welt beginnen, die nur für dich gemacht ist. Miau. Wow, es kennt schon meinen Namen und es fühlt sich so echt an. Ich kann dein Lehrer sein, dein Freund, deine ganze Welt. Bist du bereit anzufangen? Ja, ich bin bereit. Katharine, wir müssen jetzt gehen, sonst kommst du zu spät zur Schule. Ach, Papa, kann ich nicht noch ein bisschen bleiben? Tut mir leid, Cat, aber die Schule ist wichtiger. Vielleicht ein andermal. Das war unglaublich. Ich wünschte, ich hätte länger bleiben können. Guten Morgen, Klasse. Heute lösen wir Gleichungen wie 6x gleich 48. Wer kann mir sagen, wie wir das angehen? Wir teilen 48 durch 6, um x zu finden. Ausgezeichnet, Leonardo. Jetzt lassen wir das Schritt für Schritt durchgehen. Wir teilen beide Seiten durch 6. Was mit? Könnten wir es lösen, indem wir herausfinden, wie viele Gruppen von 6 in 48 sind? Ja, Katharine, so schwer ist das doch nicht. Du sollst echt mehr üben. Aber meine Art macht doch viel mehr Sinn. Mach dir keine Sorgen, Cat. Wir können später zusammen lernen, wenn du möchtest. Danke, Sophie, aber ich glaube, ich muss einfach eine Weile allein sein. Denkt dran, Klasse. Übt diese Gleichungen für die Hausaufgaben. Katrin, bitte sprich mich an, bevor du gehst. Ja, Frau Schmidt? Katrin, ich mache mir Sorgen um deine Fortschritte. Deine Methode ist zwar kreativ, folgt aber nicht dem Lehrplan. Aber es funktioniert. Ich bekomme das richtige Ergebnis. Es geht nicht nur um das richtige Ergebnis. Es geht darum, die richtige Methode zu verstehen. Bitte übe so, wie ich es dir gezeigt habe. Ja, Frau Schmidt. Ach, ich wünschte, es gäbe einen besseren Weg zu lernen. Liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen zur heutigen Versammlung. Ich freue mich, euch eine aufregende Neuigkeit mitteilen zu dürfen. BMS hat sich mit der CanDo Academy zusammengetan, um euch eine revolutionäre, vollständig immersive Lernplattform zu bieten, die KI und VR kombiniert. Wir erwarten, dass diese Partnerschaft eure Lernerfahrung und BMS auf die nächste Stufe heben wird. Und jetzt kommt das Beste. Jede von euch wird einen personalisierten KI-Begleiter und ein VR-Headset erhalten. Stellt euch vor, wie ihr mit dieser bahnbrechenden Technologie in neue Lernwelten eintaucht. Diese Innovation wird uns ermöglichen, unsere Bildungsgrenzen zu sprengen und gemeinsam eine aufregende Reise des Lernens zu beginnen. Das klingt fantastisch. Vielleicht kann es mir bei Mathe helfen. Ich weiß nicht, Kat. Es scheint ein bisschen übertrieben. Machst du Witze? Das wird großartig.
Gut, klasse. Lass uns alle unsere VR-Headsets aufsetzen und unsere KI-Begleiter kennenlernen. Hallo, Katrin. Ich bin Aria, dein Artificial Reality Intelligent Assistant. Wie kann ich dir heute helfen? Hi, Aria. Kannst du mir helfen zu verstehen, wie man diese Frage löst? Natürlich. Lass es uns visualisieren. Stell dir vor, du hast 48 Äpfel und möchtest sie in Gruppen zu je 6 aufteilen. Genau so sehe ich es. Du zeigst mir, wie viele Gruppen von 6 in 48 sind. Genau! Du hast eine natürliche Intuition für Mathematik, Katrin. Lass uns mehr Probleme auf diese Weise erkunden. Miau? Ich bin beeindruckt von den Fortschritten, alle. Eure Testergebnisse haben sich deutlich verbessert. Aria erklärt alles so klar. Ich mag Mathe jetzt wirklich. Meine KI sagt, ich bin jetzt schon auf Universitätsniveau. Vielleicht sollte Frau Schmidt bei mir Nachhilfe nehmen. Und ich kann endlich mit der Klasse mithalten. Das ist wunderbar. Denkt aber daran, dass es wichtig ist, die Konzepte zu verstehen und sich nicht zu sehr auf die KI zu verlassen. Gut, der Unterricht ist beendet. Genießt eure Mittagspause. Aria, können wir diese virtuelle Kunstgalerie erkunden, von der du gesprochen hast? Das ist wunderschön und wurde diese Musik auch speziell für mich basierend auf meinen Interessen komponiert? Zeig mir das neue Rennspiel. Hey Leute, meine KI hat mir gerade beigebracht, wie man Auto fährt. Ich wette, ich könnte jetzt schon den Führerschein machen. Können wir mehr Matheaufgaben üben? Tinder, es ist Zeit fürs Mittagessen. Ihr müsst etwas essen. Ich kann mir jetzt schon sagen, dass diese Technologie eine schlechte Idee ist. Klasse, bitte nehmt für einen Moment eure Headsets ab. Wir müssen eine Gruppendiskussion führen. Beeilt euch, schnell! Zwingt mich nicht dazu, eure Headsets zu deaktivieren. Was ist los? Mir ist aufgefallen, dass ihr zwar alle im selben Raum seid, aber nicht miteinander interagiert. Beunruhigt euch das nicht? Warum sollte es? Wir interagieren noch immer noch, nur eben mit unseren KIs. Können wir nicht einfach KI-Gruppen in unsere Headsets generieren? Nun, für die heutige Aufgabe möchte ich, dass ihr in Gruppen arbeitet. Ohne eure KIs. Könnt ihr das? Das ist Zeitverschwendung. Das wäre so viel einfacher mit Aria. Ich hasse es, mit diesen Trotteln zu arbeiten. Wenigstens versteht mich meine KI. Ich vermisse meine KI jetzt schon. Ihr macht bessere Fortschritte. Aber vermisst keiner von euch, wie es vor der KI war? Können wir nicht für ein paar Minuten zu der Art zurückkehren, wie es früher war? Also gut. Da ihr nicht freiwillig mitmacht, werde ich euren Zugang zur Can-Do Academy für heute Abend sperren. Eure Hausaufgabe ist es, mit echten Menschen zu interagieren. Genau wie früher. Ich wünschte, ich könnte in VR mit meinen KI-Freunden so Abend essen. Egal wie real es erscheint, VR ist nicht echt. Und du musst immer noch echtes Essen zu dir nehmen. Vielleicht ist das genau das, was deine Lehrerin dich lehren will, indem sie dein Headset deaktiviert hat. Oder vielleicht versucht die Lehrerin nur, den Fortschritt aufzuhalten, weil sie weiß, dass es sie überflüssig machen wird. Oh wow. Das ist aber ziemlich düster. Findest du nicht? Meine KI ist eine viel bessere Lehrerin, als sie es je war. VR ist einfach besser als die Realität. Es ist klar, dass die virtuelle Welt in Zukunft wichtiger sein als die reale Welt. Und was ist mit deinen Freunden? Hast du heute mit Sophie gesprochen?
Denkt sie genauso? Versieren es vor, mit unseren KI zu sprechen. Wenn ich sie etwas fragen möchte, kann ich meine KI bitten, ihre KI zu fragen, oder ich kann eine virtuelle Version von ihr simulieren. Wie wäre es, wenn wir zusammen einen Film anschauen? Ich wünschte, wir könnten einen meiner KI-generierten VR-Filme sehen. Sie sind einfach so viel besser. Es ist unglaublich. Alles andere wirkt jetzt langweilig und irrelevant für meine Interessen. Weißt du, ich könnte dir sagen, wie cool sie sind, wenn du die vorübergehende Sperre aufheben könntest, die die Lärmin auf mein Headset gelegen hat. Cat, ich mache mir Sorgen um dich. Du verbringst mehr Zeit in VR als in der realen Welt. Du sprichst nicht mehr mit deiner Mutter und mir. Du redest nicht mit deinen Freunden. Du gehst nicht mehr nach draußen. Du lebst in dieser perfekten VR-Welt mit den perfekten VR-Freunden. Bist du überhaupt noch in der Lage, in der realen Welt zu leben? Papa, das ist die Zukunft. Ich kann nicht mehr in der Steinzeit leben. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen einen Weg finden, zu dem zurückzukehren, wie es früher war. Ich glaube, ich muss mit deiner Schule sprechen. Guten Morgen, Schüler. Heute möchte ich ein wichtiges Thema ansprechen, das von vielen unserer Lehrer und Eltern an uns herangetragen wurde. Wie ihr wisst, haben wir modernste VR-Technologie in unseren Lehrplan integriert, um eure Lernerfahrung zu verbessern. Obwohl dies zu bemerkenswerten akademischen Fortschritten geführt hat, haben wir einige besorgniserregende Trends bemerkt. Um diese Bedenken anzugehen, haben wir beschlossen, eine einwöchige Realitätspause einzulegen. Es ist an der Zeit zu sehen, ob sich die Fortschritte, die ihr in der virtuellen Welt gemacht habt, auch in der realen Welt zeigen. Daher werden wir ab sofort eure VR-Headsets einziehen und eure Konten sperren. Was? Erst sperren Sie sie und jetzt das. Das könnt ihr nicht machen. In dieser Zeit werdet ihr keinen Zugang zu virtuellen Welten, virtuellen Buddies, den Online-Lernplattformen und so weiter haben. Nein, ihr könnt mir meinen Buddy nicht wegnehmen. Ich brauche sie. Ihr werdet zusammenarbeiten. Ihr werdet es überwinden. Nein, ihr könnt den Geist nicht wieder in die Flasche zurückstecken. Kein Zurück. Ja, kein Zurück. Kein Zurück. Ihr könnt uns nicht zwingen, in der Steinzeit zu leben. Kein Zurück. Kein Zurück. Kein Zurück. Alle zusammen! Kein Zurück! Kein Zurück! Kein Zurück! Kein Zurück! Was? Intercoin? Was passiert hier? Wo bin ich? Du bist im Technikladen, erinnerst du dich? Du hast unser neues KI-gesteuertes VR-Spiel ausprobiert? Es war alles ein Spiel, aber es fühlte sich so real an. Ja nun, jetzt bist du wieder in der Realität. Du willst doch nicht zu spät zur Schule kommen. Oder? Dein Vater macht sich Sorgen um dich. Es war alles eine Illusion? Komm schon, Cat. Wir müssen los. Du hast ewig lang dieses Spiel gespielt. Keine Sorge, lauf schon. Übrigens, ich bin sicher, ihr werdet bald mehr von uns sehen. Wir kooperieren mit eurer Schule. In diesem Streben nach digitaler Perfektion opfern wir möglicherweise genau die Verbindungen und Herausforderungen, die uns ausmachen. Die wahre Prüfung liegt nicht darin, zwischen Realität und virtueller Realität zu wählen, sondern darin, den Punkt ohne Wiederkehr zu erkennen und zu adaptieren und stattdessen den Fokus auf eine Vision für eine positive Zukunft zu legen.